Fall nicht. COD aber. CS ist clean. So Leute, was geht ab? Bei mir läuft jetzt auch der Stream. Was geht, was geht? Ist zwar nur einer gerade da, aber werden noch bestimmt welche kommen. Oder vielleicht auch nicht, weil es in der Woche ist. Mal gucken. Ja. Der Rolf, der streamt gerade auch. Wenn ihr bei ihm vorbeischauen wollt. Wenn ihr bei vorbeischauen möchtet. Er heißt The Punisher, also The_Punisher 117. Ansonsten, ich pack das auch hier für die Leute, die sich das auf YouTube angucken, ist in der Beschreibung drin. Das größere Problem von uns ist jetzt einfach nur, der dritte Mate ist gerade aus irgendeinem Grund nicht da. Wir haben keine Ahnung, wo Jens verschwunden ist. Und ja, wo zum Teufel bleibt denn Jens? Samet Ostfeig da, was geht? Daniel und Niklas sind auch da. Wem schaue ich denn zu? Ich habe keine Ahnung. Teil doch die Bildschirme und schau bei beiden zu und hast du zwei verschiedene Perspektiven. Hast du einen Code? Ja, Mann. Momento. Ich habe das mit dem Code actually noch nie benutzt, aber ich finde das gleiche. Da ist er doch schon. Welchen Meister hast du momentan? Ich habe gerade, glaube ich, Maito Gai habe ich gerade ausgewählt. Bin mir aber nicht sicher. Ja, Maito Gai, weil ich möchte gerne... Ich weiß nicht wieso, aber ich habe irgendwie so richtig Bock, so Leuten auf die Schnauze zu hauen, so innere Tore zu öffnen und so. Da habe ich mega Bock drauf. Schön Taijutsu. Oh ja, aber... Schön Taijutsu in die Fresse. Aber so richtig, Alter. Oh, da ist ein anderer Pain. Ich habe ja momentan Minato, Obito und Gaara habe ich jetzt fertig gemacht. Und jetzt wollte ich halt Maito Gai mal ausprobieren. Okay. Wer schaut besser aus? Mein Pain oder sein Pain? Schaut Discord. Jens ist da. Jens hat sein Mikrofon gemutet. Jens ist noch ordentlich auf dem Klo. Endlich, er ist noch auf dem Klo. Ja, er hat ein paar Magenkrämpfe gerade, schreibt. Er kommt noch. Oh nein. Das ist doch nicht so ernst. Ach ja, stimmt, er hat ja... Jetzt hat mir ja geschrieben, dass er Durchfall hat. Aber müsste es nicht mit meinem Freundescode gehen? Wenn nicht, geh einfach in irgendein Game, drück Shift-Tab, geh unten auf Webbrowser und gib dann die URL ein, die ich vorher reingepostet habe, dann kannst du es auf jeden Fall finden. Was machst du gerade für ein Tutorial denn? Was Tutorial? Nee, du machst ja gerade... Für wen machst du gerade ein Tutorial denn? Für einen Zuschauer, der möchte halt mal mitzocken, er hat keine Freunde, hat er gesagt. Okay. Keiner spielt das Spiel, ich so, ja, why not? Shisui mit Mangekyo beste, Alter. Oh, Shisui hat heftige Mangekyo, sagst du? Mach ich als nächstes nach Maito Gai. Ja, ich glaube, den mache ich nach Nechio. Ja, keine Ahnung, Ralf, sollen wir dann zu zweit erstmal ein paar Missionen grinden, die wir schon gemacht haben? Ja, ich mache eben noch ein paar Dinger voll. Also hier Schriftrollen, verdammt. Ach ja, stimmt. Ein paar Schriftrollen mal taxieren hier. Mhm. Tenten. Was? Special Mission Complete? 3x S. So, Seven-Tail, wow. Eight-Tail und Ocean Lord, Sang, Sword und Shred. Ich habe nur eine einfache Schrift und eine wertvolle Schrift. Ich habe ja ewig nicht mehr aufgemacht. Wow. Das setzt sich gelohnt. Ich habe erst 120k ausgegeben, habe schon wieder 27. Genießt Ralf den Poposex. Welchen Poposex denn? Ralf hat gerade Poposex? Ich weiß, worauf das hinausgeht. Ich sag nur Cry of Fear. Ja. Jeder weiß, die weiße Schlampe zwang den Ralf zum Popo-Sex. Oh man. Und daran wird sich nichts dran ändern, egal ob du hier bist und nicht. Du hast keine DLCs gekauft, ich habe einige gekauft, definitiv. Damn. Ich habe, glaube ich, mit dem Game jetzt zusammen 50 Euro ausgegeben. 50 Euro? Ungefähr, ja, kommt hin. Okay. Im Season Pass haben wir uns den einen geholt. Ja, den ersten Season Pass, es gibt ja noch zwei weitere. Ich habe mir Pain vorab schon geholt, dann Kakashi Doppelsharingan, Naruto. Ich kann doch mal gucken, was ich so für DLCs habe. Shopseite. Was hast du für DLCs geholt? Ich? Ich habe nur den Season Pass, mehr habe ich nicht. Ich habe Naruto, ich habe Sasuke, ich habe Madara, aber das war ja im Season Pass, glaube ich, dabei, ne? Ja, ich glaube, Madara war im Season Pass dabei, ja. Diesen Pain vorab und ja. Ich würde diese Let's Plays von dir zu gerne, sehr gerne geguckt, bin OG Morfocker. Digga, OGs sind immer willkommen, Morfocker. Freut mich, wenn OGs mal wieder vorbeischauen. Wir haben es selber erst angefangen, der Season Pass hat uns halt ein paar Charakter unlockt halt, so ja. Als Senseis. Ah, die Legendary Dab Wall. Die Legendary Dab Wall. Aber jetzt sind hier auch mehrere Leute, vielleicht kann man die Legendary Dab Wall wieder beleben. Solange was? Jens ja noch nicht da ist. Wir hatten eine ewig lange Schlange an Dab Walls. Ja. Alle haben gedappt. Es waren so viele, die mitgedappt haben, Alter. Das war hart. Jetzt warten wir noch ein paar Minütchen, so 2, 3, ob Jens von der Schüssel kommt und dann. Falls nicht, machen wir halt. Können wir ja eigentlich Trainingsmission machen oder sowas? Trainingsmission? Also die wir schon gemacht haben. Oh, das sind schon zwei, da kommen Leute. Schon die ersten Leute. Oh, einer geht weg. Der andere haut ab. Komm, oh, guck ja, mal. Ehrenfrau. Ehre ist da, Allah. So. Der wird sein PC aus Klo holen. Wahrscheinlich. Ja, vielleicht zocken wir morgen, ja. Mal schauen, mal schauen. Ah, damn. Zeig mal deine Jutsus, die du gerade benutzt. Kann ich das hier irgendwie zeigen? Du musst zu Sakura gehen, glaube ich. Ja, aber ich möchte jetzt die Legendary Dab Wall nicht gerade unterbrechen, aber wirst du gleich sehen, wenn wir in der Mission starten. Ja, da kommt der Nosta, jawohl. Nosta, Stückchen vor, noch Nosta. Mach diese Stückchen Dab Wall. Oh, komm, ja, Nosta, Nosta, ja. Oh. Ja. Ichigo, komm, Dab Wall ist Ichigo, da, komm. Ichigo. Ja, komm, ich weiß, du willst das auch. Komm, Ichigo, do it, du. Na, nicht dieses Abklatschen, das andere Abklatschen. Nächste Seite. Nächste Seite abklatschen. Komm, Ichigo, komm, du hast es gleich. 3, 2, 1. Easy. Ist da, auf jeden Fall. Okay. Er hat's ja geschafft. Ja, Nosta, komm. Vor uns auch noch. Nosta, komm, mach mit. Madara, oh shit, Madara, ja. Komm, Timber, Yuki, Timber, komm, zum ersten, zum zweiten, zum dritten, komm, mach die Dab Wall weiter. Nein, da hau dich ab. Nur Screenshots wahrscheinlich. Ja. Oh, guck mal da. Oh, guck mal da, da war so ein Opfer, ey. Nosta, komm, mach kein Auge, komm her. Fatality, was machst du? Okay. Nosta, jetzt beweg deinen scheiß Arsch hier hin und mach mit uns die Dab Wall. Komm, 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 Leona, Leona. Seit 4 Monaten gesubbt. Krass. Niklas. Komm, Cyperdancer, Cyperdancer, komm. Was findest du besser, Storm 4 oder Shinobi Striker? Also, Storm 4 war echt geil, ne, muss man ehrlich sagen, ne? Vom Shinobi, Shinobi, ja, vom Kampf her ist das schon... Aber Shinobi Striker ist auch nicht schlecht. Wir haben Shinobi Striker noch nicht so viel gespielt. Ja, was mich halt stört, ist dieser... Du kannst kein 1 vs 1 machen. Ja, das stimmt auch. Alter, Sipaninsa, komm, mach die Deadpool mit uns. Die Deadpool wird größer gerade. Danke dir für deinen Follow. Danke. Dein Name ist irgendwie unaussprechbar. Und ich habe keine Brille an. Ich nenne dich einfach Iiii. Was war das denn? Iiii. Gute Nacht. Gute Nacht. Iiii. Oh, die Deadpool wird größer, aber aus irgendeinem Grund geht die Depp wohl nur zu dir weiter, aber hier links steht niemand einfach. Ja, Pain, ne? Niemand möchte zu. Oh, Accept, komm, Deppwoll, Gianni, Deppwoll, nicht dieses Abklatschen, das andere Abklatschen, Brudi. Nächste Seite, Bruder. Komm, do it, yes! Double Depp, Alter, Double Depp. Ist da auf jeden Fall. Geil. Und so ist die Deadpool wieder zurückgekehrt. Fred! Komm, Fred, wach auch, Fred, komm! In die Linie, Fred, nein! Fred, nein, geh in die Linie! Wird das jetzt eine Double Deadpool oder was? Da freut sich Trump, was? Was? Jo, komm weiter. Ja, ja, es wird größer. Ja, es wird größer. Yes. Razor, was? Mach kein Auge, mach Deadpool mit. Ja. Das ist schon riesig. Ey, die Community hier in Naruto ist so chillig, Alter. Ja, Mann. Du hast die Rayas Make-up. Ja. Oh. Nice. Oh, Minato, hopp auf. Minato, komm. Depp mit uns. Oh, da ist ein anderer Pain. Ja, aber ich bin der Real One. Und sein Pain sieht ein bisschen süßer aus als deiner. Seiner sieht aus so, wie Naruto, Alter. Ja, seiner sieht einfach so süß aus. Und deiner ist schon so nach dem Motto, fuck mich ab und es gibt ein blaues Auge. Ich muss kurz meine Katze wieder nach oben bringen. Die kommt schon wieder hier rein. Bis gleich. Wann hast du deinen PC das letzte Mal aufgerüstet? Boah, also von den Komponenten her ist das schon... Boah, keine Ahnung. Das letzte, was ich da jemals aufgerüstet habe, war meine Grafikkarte. Und meine Grafikkarte ist ja die GTX 1060. Und die habe ich mir vor 2 Jahren geholt. Glaube ich. Ich glaube, das war auch das letzte Mal, als ich das geupgradet habe. Ach ja, die Deadpool. Ich liebe sie. Boah, diese Sascha Pink, die ist ja die ganze Zeit schon dabei, ne? Die Community hier ist einfach so chillig, Alter. Das ist... Ich liebe es. So, wieder da. Ich hasse meine Katze. Digga, hast du schon gesehen, wie die Deadpool aussieht? Jupp. Die ist absolut crap. Digga, diese Sascha Pink, ne? Die ist ja schon seit Anfang an von der Deadpool dabei. Und ich glaube, ich hatte beim letzten Mal... Ich hatte beim letzten Mal mehr Zuschauer gehabt als jetzt. Vielleicht liegt es daran, dass wir das an einem Wochenende gemacht haben. Ja. Komm, da komm. Jetzt macht die Chidori hier. Ja, keine Ahnung, komm, lass schon mal ein bisschen rumspielen. Ja, Jens ist schon wirklich seit 20 Minuten sitzt er auf dem Klo. Nee, wie viel hat er da? Ich glaube, dem geht's gerade wirklich nicht so gut. Fertig. Ja, normalerweise. Aber es ist schon hart krass, wie lange er schon weg ist. Jens, sind Sie noch anwesend im Stream? Also komm jetzt. Lass Dings mal. Ich hab dich eingeladen. Hab dich angenommen. Das ist ja aber auch schon krass, wie lange er schon weg ist, Alter. Also bei Rang B haben wir noch 4 Missionen. Rang A haben wir noch ein paar. Jens ist noch da. Jens, wie schaut's aus? Hast du Status-Update? Wie schaut's aus? Ist der Zug angekommen oder noch nicht? Redest du gerade mit ihm? Telefonierst du oder was? Nein, er ist im Chat. Daniel schreit sehr gut und noch besser drücken und abwischen. In welchem Chat denn? Ja, in meinem Chat. Hä? Hey, ach so. Das ist aber schon heftig. Freestyle Jens schreibt, es fühlt sich so an, als würde Sheriff mit Kommunist-Toast auf meinen Bauch auf- und abspringen. Oh shit. Alter. Das so aus dem Nichts. Ja, dann lass eine Mission machen, eine kleine. Eine kleine? Ein paar. Irgendeine, die wir schon haben. Ja komm, wenn es eine kleine ist, dann machen wir doch einfach mal... Niklas, bist du überhaupt noch da? Aber ich glaube, Niklas gefällt Naruto immer noch nicht so. Naja, Niklas ist aber auch nicht so der krasse Anime-Fan. Das muss sich ändern. Das muss sich ändern. Weißt du was, wir machen als Aufwärmmission einfach das jetzt hier. Oh shit, da sind ja 2 andere Leute mit dabei. Ja. Ja, nein, komm. Nein. Drauf geschissen. Nein. Ich will jetzt so 2 Randoms. Dann ist es halt so. Ich wollte die Double Power haben. Naja. Ist ja nur eine Aufwärmmission. Aufwärmversion, wahrscheinlich kommt jetzt halt Double Susanoo. Das, wenn man so als Aufwärmrunde sagen könnte, ja, lass mal Double Susanoo-Kampf machen. Oh, der hat uns so dreckig gegeben. Ja. Warte, welche Mission haben wir da damals nicht geschafft dauernd? Das war doch... Ach, das war dieser Kurama-Kampf dort. Ach ja, der hat ja so aufgeregt. Ja, Alter, weil er die ganze Zeit immer so getippt ist. Ja, und dann immer diese Scheiße, der Laserstrahl, der Beamstrahl, Alter. Jo, Alter, das war einfach zu OP. Ja, Mann. Warum lädt der so lang? Ausgezeichnete Frage. Tsunade hier als Bild. Ich hab auch Tsunade bei mir als Bild. Da mangelt's nicht an der Aussicht. Bruh. Das haben das haben die extra gemacht, safe. Ja, die ist voll im Vordergrund, schau mal. Ja, bei mir auch. So Kabuto ganz hinten, Naruto ganz hinten, Jiraiya noch so ein bisschen mittig. Ja. Und Orochimaru da. Ja, den habe ich nicht mal richtig gesehen, guck. Lädt es bei dir auch noch? Ja, Alter, ich bin immer noch im Ladevorgang. Das hat noch nie so lang geladen. Vielleicht müssen wir auf die anderen Spieler warten. Vielleicht haben die eine Crap-Verbindung. Oder wir sind die Crap-Verbindung gerade. Ja. Die haben bestimmt so 1 Gigabit-Leitung. Der Arm. Die hocken auf dem Server, weißt du. Hast du von Naruto den Nine-Tail-Mode gesehen? Shinobi Striker ist zu OP. Nee, den hast du ja, ne? Hab den aber noch nie wirklich benutzt. Die sind. Digga, das lädt einfach zu lange rein. Ja, uns haut's jetzt eh gleich raus, bin ich ziemlich sicher. Oder wir kommen rein und die sind schon fast fertig mit der Mission. Ja, wir kommen rein so, oh cool, schon geschafft. Easy. Oder die haben jetzt einfach mitten im Ladebildschirm irgendwie Alt F4 gemacht oder so und deswegen spackt das jetzt bei uns. Ja. Ich mach gleich Alt F4, wenn es noch länger dauert. Ist bei dir der Balken da auch fast fertig, aber es bewegt sich einfach gar nicht mehr. Ja, das braucht nur wirklich so 3 cm oder so. Mhm. Krass, mein Stream läuft schon fast eine halbe Stunde, wir haben noch nichts gemacht. Meiner läuft eine halbe Stunde. Okay, komm, alte 4. Ich starte das scheiß Game neu, das langt mir. Das ist too much. Oh, jetzt geht's los. Nicht doch verarschen! Ralf, es hat nach ein paar Sekunden geklappt. Weißt du, was das für eine Mission wäre? Was? Glockenprüfung. Oh, fuck. 昔も同じことやったわよね。へへ。あの頃と同じだと思うなよ、カカシ先生。Oh, Jens, so, da bin ich. Ah. Oh, hi. Und? Hi. Und wie war's? Nicht gut aus, Alter. Ich habe jetzt eine Magenberuhigungstablette genommen. Und hoffe, dass es funktioniert. Also, du bist kurz mit Niklas aus dem Channel raus, auf einmal fängt es an, mir hier komplett den ganzen Magen umzudrehen. Wir hatten wieder die Deadwall am Start. Ja, die übelste Deadwall. Jetzt kommt der Adler, ist gelandet. Schreibt der Adler. Nice. Tango down. Oh. Ey, hoffentlich klaut er nicht das Auto. Das wäre miese. Kann man das Spiel nicht einfach so im Game verlassen? Nein. Nein, kannst du nicht. Hä? Och Mann. Oh mein Gott. Wie ist denn eigentlich die Qualität vom Stream? Geht die? Gott, das Spiel schon wieder bei mir laut. Alter. Ich glaube, ich mache mal den Chat noch kleiner. Replay Life is best life. Shit, von meinem Therapy, was geht? Hoffentlich will ich nichts sagen, wo deine Festcamp verdeckt ist, weil es fast Gold ist. Bruder, das war auch beim ersten Stream so. Das fällt dir jetzt erst auf. Ich wollte es so gesagt haben. Weißt du, wieso mich das juckt? Gar nicht. Ich wollte es dir nur gesagt haben. Tut mir leid. Noch gern gehen. Also da ist mir tatsächlich die Lebensanzeige wichtiger als das. Wenn ich so auf deine Facecam über die Lebensanzeige, aber ist ja nur meine Meinung. Bruder. Ich sag doch nichts, alles gut. Bruder, du sagst die ganze Zeit was. Schieß! Ich hab gehört, Arthur macht kurz alte 4, startet neu. Ja, wenn man es nicht anders quitten kann. Hattest du wohl nicht genug nach GTA? Wo sind die Auswahlen für den Chaos-Mod? Junge. Oh, hat Niklas gegessen. 2 Streams an einem Tag? Nee, das stimmt nicht ganz. Das ist eigentlich jetzt ein neuer Tag. Ja. Der streamt schon um 1:30. Wenn alle arbeiten und nicht in der Schule, nicht wirklich, aber arbeiten müssen. Es ist erst ein neuer Tag, wenn man geschlafen hat. Ja, das ist eigentlich mein Motto. Morgen durchs GTA San Andreas wieder, höchstwahrscheinlich, ja. Lass dich überraschen. Also die Adventure Map, die war immer so crap, die du hattest, ne? Naja, die aber... war gut gebaut und so, aber... Die war halt so eine Abfuck-Map, ne? Mhm. Das war einfach nur so... Nach dem Motto, du kannst die Map erschaffen, wenn du Minecraft mindestens 5 Jahre gesuchtet hast. Ja, es war einfach eine Map für Leute, die schon Minecraft einfach perfekt drauf haben. Ach, wegen den Jump-Runs oder was? So Bock. Nicht wegen den Jump-Runs, sondern wegen diesem Zeitrennen da, was ich machen muss, wo die Tür sich 1 Sekunde lang öffnet und dann wie sie sich wieder zuschließt. Und du musst da Hindernisse überwinden und so. Und wenn du einmal crashst... Und nicht die ganze Zeit läufst, ne, dann bist du RIP. Hm. Und ich habe das 20 Mal gemacht und dann nach dem 20. Mal oder so hatte ich gar keinen Bock gehabt, hab die Tür mit Creative Mode abgebaut und weitergegangen. Schick mir mal die Adventure Map, die interessiert mich mal. Ey, das hältst du dir nicht an und das macht keinen Spaß. Also, ich akzeptiere es, dass er sich Mühe dafür gegeben hat. Er hat sich Mühe gegeben dafür, aber es hat einfach... keinen Spaß gemacht. Irgendwann hat man sich durchgequält. Ich will es immer spielen. Ja, ich will es auch mal spielen. Es wird euch keinen Spaß machen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das euch Spaß machen wird. Ich bezweifle es auch, aber I wanna try it. Ah, guck mal, Ralf sitzt hier schon. Yep. Wow, ich bin bei der Dab Wall mit Sascha Pink. Oh, Sascha Pink war bei uns auch bei der Dab Wall. Ja, der hat ja immer noch gedappt, als ich reingekommen bin. Ach ehrlich, der hat immer noch gedappt dort. Ja, ja. Warum bin ich und Arthur nicht immer auf dem gleichen Server? Gute Frage. Code Vein ist eine Empfehlung, das stimmt. Code Vein habe ich auch schon mal von gehört. Soll ein gutes Game sein. Ja. Also ich habe irgendwie nur Schlechtes drüber gehört, wenn ich ehrlich bin. Weil ich wollte es mir eigentlich holen und dann hat Fabian sogar, glaube ich, gesagt, es soll schlecht sein. Okay. Also sogar Maniac, ne? So, damit der Jens glücklich ist, mache ich mal meine Facecam ein bisschen höher wieder. Nein, alles gut. Du brauchst auch wegen mir nicht dein ganzes Setup verstellen. Ich gehe bei dir jetzt noch im Stream. Damit der Jens glücklich ist, mache ich mal kurz meine Facecam höher. Hallo? Du brauchst dein ganzes Setup nicht wegen mir verstellen. Damit der Jens glücklich ist, mache ich meine Facecam ein bisschen höher. Versteiner sind ab nicht! Abend, morgen, Taker, Faker, was geht? Damit der Jens glücklich ist. Junge, Alter. Faker, Faker. Ja, bei mir ist alles gut. Ich will ja nichts sagen, ne? Aber damit der Jens glücklich ist. Junge! Wenn der Jens glücklich ist, einfach so mitten im Bildschirm rein. Ja. Aber hey, Taker, Faker, wusstest du? Damit Jens glücklich ist. Dann klatsche ich in die Hand. Zufrieden, du hast es nicht dir sagen lassen. Ach, jetzt, ich ärgere dich doch nur. Wenn Jens jetzt noch streamen würde, könnte man noch so ein Dreier-Stream-Möchen machen, wo man alle auf einmal die 3 Streams sieht. Das ist ja funny. Läuft leider nicht. Ich habe jetzt seit Tagen jedes Mal immer CMD an und schau, wie der Ping sich verhält. Jens, für dich lohnt sich das wirklich erst zu streamen, wenn du hier halt, ne? Genau, ich habe auch vor, erst dann zu streamen, wenn ich dann, wenn es dann alles am Laufen ist, wenn ich dann umgezogen bin. Achso, du warst ja Dings bei dem GTA 5 Stream nicht dabei gewesen, ne? Weißt du, wie oft du mich zum Tabakholen mitgenommen hast? Nein, weiß ich nicht, aber ich wollte mir den Stream dann noch, bevor ich pennen gehe, angucken, so ein bisschen was. Sag mal so, du hast mich oft genug mitgenommen zum Tabak nehmen. Ich hätte dich einfach so in Real Life anrufen müssen. Aber ich weiß, du gehst das oder so nicht ran. Was soll das dann jetzt heißen? Naja, weil du, wenn du streamst, hast du dein Handy ja auf leise geschaltet. Das kriegst du ja nicht mit, wenn du angerufen wirst. Das meine ich damit. Ja, das ist es ja. Warum soll ich dann mitten im Stream ans Telefon rangehen? Außer er sieht, dass ich ihn anrufe. Bruh. Oh cool, Jens ruft an. Hallo, ich brauche wieder Tabak! Kannst du einfach aufhören, mich mit zum Tabakdingen dort mitzunehmen? Ich bin, nee, du verwaltest mein Geld! Bruder, ich hoffe, das ist wieder nur zu viel Tabak! Oh wow, die Schlange wollte ich da nicht unten machen. Au, au. Yo, what the fuck? Au, 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 au. Das tut weh. Nein, hör auf mich zu spinnen! Jo, Alter! Alter, er dippt, Alter! Oi. Oh, what? Digga, als ob mich gerade ein normaler Ninja fertig macht. Ja, mich auch gerade ziemlich. Au! Yo, what the fuck? Ich bin stunt! Lass mein Bro in Ruhe! Ich wieder mehr! Frank! Ja, das ist der Aus. Oh, wo kommen die Tentakel her? Walla! 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 Oh, der doch nicht! Geht schon wieder weg. Aua! Wo kommt die Mauer her? Ja! Alter! Ja! Au! Du kleines, gelecktes Würstchen! Und der dippt schon wieder. Digga! Digga, ist es, lauf. Ist es bei euch auch so, wenn er seine Tentakeln da aus dem Boden rausholt, dass es, so Standbilder gibt? Ja, man, übel. Ja, ein bisschen. Das ist nur bei mir so. Nee, oh, ich bin... Oh, lol. Der hat mich weggeboxt. Du bist tot? Ja, der Typ hat mich weggeboxt. Er ist down. Er ist down. Aber wusstet ihr... dass Jens ein Funfact drauf hat. Antwort nein. Bruder, du bist derjenige, der es damals gesagt hat. Ja, aber wer war das bestätigt hat? Fabian, glaube ich, gerade. Fabian hat's bestätigt? Nee, Basti hat's bestätigt, weil er es selber mal nachgeguckt hat im Internet. Ja, aber warum woher weißt du das? Ich war in einer Klasse voller Frauen, da erfährt man sowas! Bruder, warum reden Frauen denn über sowas? Über was denn? Das sage ich dir dann später. Okay. Der jetzt vielleicht nicht passend. Jo, Alter, wie viele Budgetkugeln feuerst du auf mich, du Dreck! Au, okay. Jutta, tu. Und der Dip weg. Ah ja. Oh, nein, keine Tentakel, keine Tentakel, keine Tentakel! Wo sind wir denn hier in einem fucking Hentai oder was? Das hast du gesagt! Das hört sich für mich nach guten Hentai-Watcher an. Alter, Junge! Da boxt ja besser als Klitschko! Aber hey, wenigstens ist der Kampf nicht so anstrengend wie der Kurama-Kampf. Naja, wenn ich nicht mit 12.000 Bijuu-Kugeln abgeschossen werde und er mich während meines Jutsu des Tauschens einfach angreifen kann. Oh, Alter, der hat's voll auf mich gerade abziehen, der Sack. Oh, dippt er schon wieder weg? Junge, Alter! Bijuu-Dama! Er ist betäubt, er ist betäubt. Lass mich in Ruhe! Die stunnen mich! Okay, jetzt. Ja, mich aber auch gerade, aber mega! Digga, ich bin bei meiner eigenen Schlange, weil ich gerade stuck. Oh! Wow. Während er gerade getippt ist, bin ich zu ihm hoch in den Himmel gecharged. Ehrlich? Finish him. Weißt du was? Au, au. Ai, ai. Nein, nicht mich abballern, nicht mich abballern. Bungee. Und tot, okay. Haben sich jetzt alle Parteien beruhigt hier? Das war's schon. Ich hab Ralf hat S zu doll. Jetzt der S-Rang, boah. Bin ich jetzt Ralf hat sich wahrscheinlich, wir haben die kleinen. Digga, wir fehlen 20 Punkte für Maito Gai, das kann doch nicht sein. Ach, ich muss schon wieder mal auf die Toilette, bin gleich wieder da. Jetzt gehst du eine halbe Stunde kacken. Nur, dass ich pipi muss. Sicher, dass du nicht Kaka machen musst? Ja. Ganz sicher? Alter, wo stehst du rum? Vor allem jetzt... vor meiner Fresse. Ja, wow. Vor allem jetzt ist halt einfach wirklich eine halbe Stunde bei dir gedauert, ne? Ja, es tut mir auch leid. Es ist halt blöd gelaufen im wahrsten Sinne des Wortes. Wortwörtlich shit happens. Ja, Junge, Alter. Das ist wie dein Spruch mit der Reverse Titanic. Ja! Ich mach noch schnell was, dann tauche ich auf. Wie die Reverse Titanic. Walla, ey Junge! Bruder, ich will ja nichts sagen, bist aber du jetzt Netz 2.0 oder was? Das hast du gesagt. Bruder, da sage ich einmal was, ne? Einmal und dann rastest du komplett aus. Wie oft machst du was? Ja, aber ich darf das. Ich mache in letzter Zeit was gar nicht mehr wirklich. Bruder, hast du Patent drauf, dass du das da machen darfst? Nein, aber wenn du dich über meine Witze aufregst, darf ich mich über deine Witze aufregen. Pasta. Pasta. Really? Pasta. Das really? War nicht mit Absicht. Das war wirklich nicht mit Absicht. Oh. Ich sag halt wirklich meistens mal Pasta, so wie Schlepptop oder herzlichen Glühstrumpf. Ist doch voll normal. Digga, ich bin enttäuscht. Ach. Du bist enttäuscht, ha? Ja, das bin ich. Du bist enttäuscht. Ja, immer. Aha. Aber wusstet ihr, was den Jens glücklich machen kann? Wenn ich in die Hände klatsche? Oh ja, warte, da hab ich ja noch was. Ich glaube, hört ihr das? Jens wird glücklich sein, wenn ich meine Facecam noch höher mache. Du könntest auch, ich würde auch glücklich sein, wenn du meine Facecam reinbringen würdest. Was, in den Stream oder was? Ja, warum nicht? Da ist ja gar kein Platz mehr. Doch, ich könnte tatsächlich die Facecam von Jens gegenüber von meiner machen. Ganz klein. Ganz klein. Ich könnte einfach Jens Facecam auf mein Mikrofon draufpacken, so an der Spitze hier. Du kannst es auch. Wow. Wie nimmst du seine Facecam eigentlich? Ich mache einfach Bildschirmaufnahme und er macht das über Discord und dann schneide ich das so zurecht, dass ich seine Facecam habe. Okay, Jens, ich verewige dich auch, komm. Wartet, Momentchen, meine... So. Och nö, nein, nicht schon wieder. Ehrlich jetzt. Kann man da nur einen Bereich daneben? Jedes Mal, ey, genau deswegen kotzt mich Discord manchmal echt an. Ha? Wenn ich am Stream bin und irgendjemand macht seine Facecam an oder aus, ne? Ist jetzt nicht böse gemeint auf dich, Jens, ne? Alles gut. Aber bei mir ist es nämlich so, wenn ich streame, Discord, Webcam oder so macht, dann kackt mein kompletter Stream ab, er geht auf 0 und dann geht er irgendwann wieder und ich habe die ganze Zeit ein Standbild. Autsch. Scheiße, wie kann ich da jetzt das machen? das nicht. So, da muss ich jetzt wohl, die Stance-Cam anbauen. So, damit. Fensteraufnahme oder Bildschirmaufnahme? Ich mach Bildschirmaufnahme, wenn ich das mache. Und dann cutte ich halt Jens zurecht. Und wie machst du das? Bei mir zieht das ganze Bildschirm nämlich mit. Warte, Habe ich hier schon eine Stance-Cam? Ne, bei Naruto habe ich den nicht. Ne, die hast du nur. Woanders hast du die, das weiß ich. Also, Ralf, du. Also, ich mach das jetzt noch kurz hier, ne? Stance-Cam. So, dann gehe ich auf die. Dann gehe ich auf die Anzeige. Gehe ich auf die Anzeige, wo Jens ist, dann mache ich Rechtsklick, transformieren, bearbeiten und dann steht da zuschneiden. Aber transformieren steht da hier tatsächlich, ah ja. Und bei transformieren kannst du dann zuschneiden, dann kannst du halt das so zurechtschneiden, dass dass nur Jens Cam halt da ist. Und da ja der gute Boy auch einen Greenscreen da gerade anhat, sehe ich gerade. Ja. Kann ich einfach gleich Greenscreen bei dir dann den Filter aktivieren und dann Mashallah. Okay, das geht mir zu lange. Ja, das ist ein bisschen aufwendig. Aber lustig zu machen. 4,50. Too much. 3,50. Passt. So. Voll ungewohnt, mich mit Greenscreen in deinem Stream zu sehen. Vor allem noch ohne Filter halt, ne? Mhm. Fuck. Aber hey, dann habe ich das wenigstens schon mal für Naruto hier eingerichtet dann. Weil ich kann ja während des Streams leider ja nicht zu anderen Szenen halt switchen, zu anderen Spielen, weil sonst das Stream dann komplett ausgeht. Oh, das ist RIP. Ja. Nee, das finde ich nice. Jetzt denkt jeder, das bin ich. Echt jetzt? Das würden aber merken, wenn der Lip-Sync doch ein bisschen behindert ist, ne? Schreib doch mal hin, dass es Jens ist. Nicht, dass die Leute wirklich dann so... Obwohl, hey, ich bin auf zwei Kanäle. Ich verwalte zwei Kanäle und der erste spreche nicht mal ich. Aha. Bro. Schau mal, ich hab dir sogar... den Chroma Key verpasst. Wow. So, ich habe jetzt meinen Chroma Key mal kopiert. Wo packe ich den hin? Bei Filter. Nee, ich meine, wo ich Jens hinpacke. Ach so, das. So, Filter kopieren und Filter einfügen. So, jetzt hat Jens bei mir einen Greenscreen. Stimmt, Jens. Der Jens hat mir ja auch sogar seinen Rahmen mitgegeben. Ja, das ist es. Nennt's Rahmen. Die Frage ist, wo hab ich den gespeichert denn? Aber ich glaube, hör auf, so viel über Rahmen zu reden, sonst kriegst du Hunger auf Rahmen. So wie beim letzten Mal. Da war ja was. Stance braucht Tabak. Mit immer. Ender. So, da haben wir es doch. Rahmen. Oh, ich glaube, das ist sogar deiner. Der grüne? Ja, das ist tatsächlich deiner. Alles, was grün ist, ist meins. Ja, ich habe ja keinen grünen Rahmen. Dito. Deswegen... Oh, der ist auch ganz schön groß, Alter. Ja, ich muss den gerade auf die richtige Ebene machen, damit das direkt gegenüber ist. So, dann nehme ich den Jens, tue ihn hier hin, spiegel ihn horizontal. Boah, dieser Rauch, Alter! Schau mal bei mir, Jens. Passt das so? Schieß mal kurz einen Moment. Weißt du was? Ich werde jetzt keine zwei Tabs offen haben. Ich richte für euch gerade Multi-Twitch ein. So. So sieht's auch gut aus. Guck mal, jetzt ist es perfekt. Und voilà, meine lieben Leute, genau so macht man zwei Facecams rein. Links seht ihr den Jens und rechts seht ihr mich. Aber ich sehe gerade, die Stance-Cam muss ein bisschen bearbeitet werden noch. Bisschen bearbeitet? Ja, ich muss ein bisschen was von dir noch wegschneiden. Achso, da eine Rand an, ne? Ja, ups, das war zu viel. So, jetzt musste es stummen. Ups, jetzt ist da Jens weg. Oh, ach nö, nein. Oh, jetzt habe ich aus Versehen meinen... Oh Mann. Ich habe aus Versehen mein Videobearbeitungsprogramm geöffnet. Nein. Und jetzt dauert das arschlange, bis ich das wieder wegbekomme. Deswegen hoffe ich gerade, dass ich mit dem Task Manager den so schnell wie möglich ausmachen kann. Bevor eine halbe Ewigkeit braucht. Och nö, nein. Schließ dich doch, du Stück Dreckkacke. So, jetzt ist die Stance Camp fertig. Ten years later. So, also können wir jetzt starten? Yes, sir. So. Ah, die nächste Misty wird durchgefallen. Njacht. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich die Camp von Jens habe mit Greenscreen-Effekt und mit dem Rahmen. Nur Jens sieht bei meiner Cam ein bisschen blass aus, als ob er so eine Vampirhaut hätte. Es liegt aber an dem Licht. Ich habe gerade richtig helles Licht. Ja, bei mir passt, glaube ich. Kannst du bei deiner Cam irgendwie so Sättigung ein bisschen höher machen oder so? Oder Weißabgleich machen? Kann ich machen, ja. Also, dass es ein bisschen wärmer erscheint, weil so sieht es so aus, als ob du kurz vorm Sterben bist. Bei mir nicht. Also, nach dem, was ich geschissen habe, wahrscheinlich ist es auch richtig so. 5 Liter Blutverlust. Du meinst 5 Liter Kokverlust? Cool, ja. Sens sieht aber bleich aus. Gebt ihm mal ein bisschen Sonne. Tut mir leid, das ist das Mondlicht. Ich ernähre mich vom Mondlicht. So, darf ich euch vorstellen? Wir müssen jetzt einen sehr alten Freund besiegen. Nämlich... Walla. Walla! Walla! Was geht's? Übrigens, ich habe einen Link zu Multi-Twitch reingesendet bei euch beiden im Chat. Da können die Zuschauer beide Streams gleichzeitig angucken. Okay. Der war ganz schön gefressen gerade, der... Oh mein Gott. Also Shukaku hat ganz schön gefressen. Gerade schon. Jens, du musst... also nach dem Kampf musst du dich wirklich mal ein bisschen wärmer machen, weil du siehst wirklich blass aus bei mir. Ich bin fast am Sterben. Wunder! Ich liebe es. Und der Dip weg. Oha. Oh, hey, was greifst du mich auf? Au! Nein. Don't do this to me. Hatte ich jetzt einen Druckball erwischt oder was? Au. Walla! Warum lässt es so witzig, wenn er Walla schreit? Das ist einfach so geil! Walla! Walla! Au, okay. Er ist einfach auf mich draufgesprungen. Sag mal, Jens, bist du eigentlich Heiler oder so? Ja, bin ich. Du hast zu spät geheilt. Ja, habe ich gemerkt. Digga, wir haben so wenig Zeit noch. Ja, sehe ich. Schon. Beim nächsten Vibe nehme ich dann wieder auf einen Angreifer, ne? Walla! Walla! Oh nein, es geht echt schon wieder los, dass er sich wieder in seinen Kokon da versteckt. Ja. Oh, aber wenn wir seinen Kokon kaputt machen, dann ist er mal bewusstlos. Digga. Und der Tipp weg. Das ist das, wenn aus Bewusstlosigkeit nach dem Kakao-Schlaf aufwacht. Weißt du was, ich töte jetzt hier mal ein paar Minions, ne? Weil ich glaube, wenn wir Minions töten, dann kriegen wir Zusatzzeit. Boah, das klappt, Alter. Holy shit. Ey, Black, das ist mein Minion. Hast du gerade gesagt, holy shit? Nein. Er war noch bei Toilette. Wegen, du weißt schon. Den Vorfall. Wow. Er tut sich wieder. Ich wollte eigentlich heilige Scheiß sagen und dann holy shit, aber auch wurde irgendwie holy shit. Oh oh. Es explodiert. Ich frag mich nicht, warum. Ah! I'm dead. Well. Junge, ich hab meine Ulti gezündet. Wie kannst du da gestorben sein? Oh, ich bin fast tot. Jetzt werden wir es mitteilen. Ja. Oh, zu spät. Also, wisst ihr, was denn jetzt glücklich machen würde? Wenn ich meine Facecam noch höher mache. Weil ich das Sonne abkriegen würde? Nee, Jens, aber hast schon recht. Und ja, wenn du mehr Sonne abbekommst. Walla! Walla! Ralf, komm in meinen Heilradius! Au. Amen. Oh oh, es explodiert, es explodiert. Au. Walla! Walla! Das ist so cool. Kannst du mal aufhören? Es explodiert, es explodiert, es explodiert. Es ist explodiert. Herzlichen Glühstrom. Au. Da hat jemand Sandregen auf mich gemacht. Wir haben keine Zeit mehr. Oh oh. Ich sterbe gleich! Nein! Digga, das macht so viel Damage, Alter. Digga, der... Junge! Das ist doch unfair. Dieses Waller muss ein Effekt beim Chaos-Mod werden. Es explodiert schon wieder. Oh, nee. Nein, war noch safe. Oh, das sah aber so aus, Alter. Er ist einfach auf mich draufgefallen. Ja, genau. Was noch falsch. Also, mach mal bei dem weiter Damage. Ich versuch mal, die Minions hier zu töten, damit wir ein bisschen Zeit bekommen. Also, ich glaube, dass wir durch die Minions Zeit bekommen. Alter. Ich bin literally schon wieder kurz am Sterben. Nee, aber das kannst du vergessen, weil der macht sich dann wieder dauernd sein Kontrollen. Ja, aber ganz ehrlich, wie bekommen wir hier zusätzliche Zeit? Das ist die question hier. Ich töte jetzt einfach mal die ganze Zeit Minions und guck, was passiert. Alter. Das ist irgend so. Ja, genau auf mich oder was? Digga, ich töte hier die ganze Zeit nur Minions, aber es passiert nichts mit der Zeit. Hä, durch was bekommen wir denn zusätzliche Zeit? Also, ich glaube, wir kriegen nur einmal zusätzliche Zeit, wenn wir die Hälfte oder so haben. Gefühlt. Möglich. Guck mal, die nette vom Hintergrund ist auch gerade bei der Facecam zu sehen. Schöne Grüße. Hallöchen. Ja? Hallöchen, aber nur kurz. Digga. So, ich mach mir mal ein bisschen mehr Sonne hier rein, ne? Ja, mach mal ein bisschen mehr Sonne rein. Sieht aus wie Edward der Vampir. Guck mal, wie bleich er ist. Ja, das kommt vielleicht aber auch von dem Greenscreen. Nein, nee, das ist wegen seinem Licht. Ach so. Aber wenn ich meine Facecam... Warte, ich zeig euch mal kurz, Leute. Ich zeig euch mal kurz, wie meine Facecam aussieht, wenn ich keine Effekte drauf habe. Aber deine Haare sehen so besser aus, Jens. Guck mal, ich zeige euch mal kurz, wie meine Facecam aussieht, wenn ich meine Weißabgleich und so alles auf Standard lasse. Nein, das mach ich lieber nicht. So, guck mal. So sieht das aus, wenn ich es auf Standard habe. Dann bin ich genauso blass wie Jens. Dann bin ich auch ein Vampir. Edward Cullen? Siehst du, wie blass ich jetzt bin? Und dann mache ich ein bisschen Wärme rein. Flup. Und schon sieht es schon tausendmal aus. Das Dumme ist, wenn ich jetzt mein Weißabgleich ändere, dann muss ich den ganzen Greenscreen nochmal neu einstellen. Was ist los? Wenn ich jetzt den weiß, so, doch gleich. Du siehst gesünder aus. Hast du mich eigentlich gerade Digger genannt? Nein. Wie kommst du jetzt darauf? Ey, das ist das, Alter! Weil du sagtest irgendwann Digger, ne? Und ich habe mit dir vorher gesprochen. Ich mir so, hä, das war nicht an dich gerichtet. Ach so. Das würde schon ein bisschen komisch kommen. Hast du mich gerade Digger genannt? Digger. Mein Freund. Ja, Jens, wie sieht's aus mit deinem Weißabgleich? Ja, wenn ich meinen Weißabgleich ändere, muss ich den ganzen Greenscreen neu einkalibrieren. Der weiß doch gar nicht, wie das geht. Nein, musst du nicht. Ich zeig's dir, warte. Also kann ich dich wärmer machen, ist eher die Frage. Mach ihn wärmer. Bestimmt. Bestimmt, du kannst doch eigentlich unter so, Filter. Ich guck mal kurz, was ich bei dir filtermäßig machen kann. Hier, Farbkorrektur. Mal schauen, ich tue jetzt mal den Weißabgleich rausnehmen. Sieht man das bei dir? Ja, sieht man, oder? Nö. Hier, ich mach mal ein bisschen Sättigung. Ah, guck mal, ich kann dich wärmer machen, tatsächlich. Alles gut, du brauchst nichts machen. Ich mach dich jetzt wärmer, dafür hast du zwar rote Lippen und sieht so aus, als ob du jetzt Lippenstift drauf hättest, ja. Aber... nee, das sieht weird aus, Alter. Junge, ich sehe aus wie so ein halber Clown. Entweder machst du deinen scheiß Weißabgleich oder ich mach bei dir rote Lippen. Kannst dich entscheiden. Okay, weißt du was? Erstmal Sättigung ein bisschen höher. Lass die roten Lippen, finde ich geil. Ein bisschen wärmer. Jetzt hat dicke Lippen. Jetzt hat dicke Lippen. Ja, jetzt sieht's doch schon besser aus. Ich weiß nicht, bei mir sieht's halt mega weird aus. Ich muss nur kurz die Farbkorrektur von dir wegmachen, weil... nee, du siehst immer noch bei mir blass aus. Blass wie Scheiße. Bei mir ist es einfach so, ich habe keine Facecam, nur Jens drinnen. Jeder denkt jetzt hat wahrscheinlich, der Neue kommt so. Ah, das ist er. Ach, Jens, weißt du, lass es einfach so, wie es vorher war bei dir. Ich habe eine andere Idee. Dazu muss ich mal ganz, ganz kurz Szenenwechsel machen. Das heißt, nicht erschrecken, Arthur. Hier muss es gewesen sein, genau. Dann muss ich das raus. Wow. Kopieren. Lassen wir einfach Vampirs nennen. Ja, dann ist es nennt's einfach der Vampir. Fällt es auch für den Greenscreen? Yo, what the fuck? Digga, das sieht voll komisch aus bei mir. Warte mal, ich will es mir angucken. Das sieht so aus, als ob du ein Geist wärst. Bei Ralf sieht es doch witzig aus. Ja. Weil bei Ralf ist einfach nur so... nee, das kann ich nicht bringen, Alter. Das muss ich irgendwie anders hinkriegen. So, passt doch. Bei mir siehst du gar nicht wie ein Vampir aus. Ja, bei Arthur sehe ich aus, als wäre ich hier... Wie heißt der? Ja, das Problem ist einfach, wenn du meine Facecam und seine Facecam nimmst und die vergleichst, dann sieht einfach Jens aus wie ein Vampir und ich sehe aus wie ein normaler Mensch. Also ich gehe nochmal kurz meine Klasse ändern, ein bisschen auf den Kampf spezifisch, weil... Vielleicht hilft das ja was. Ich muss dazu allerdings nur... Warte mal, sieht man das dann bei dir? Oh. Kannst du bei deinen Kameraeinstellungen nicht einfach den Weißabgleich ein bisschen höher machen? Geht das bei dir nicht? Ich habe jetzt gerade schon, warte mal, doch, eigentlich müsste es doch gehen. Weil wenn dein Dingen dort keine... Ich habe doch jetzt, weil du siehst ja gerade, ich habe ja gerade mein Licht eingestellt. Ah, ich glaube, ich weiß, woran's Licht, ha, ich bin ein Genie. Oder wie du es in GTA 5 gerne sagst, ich bin dumm. Ja, das oder so. Ja, guck mal, jetzt siehst du doch menschlicher aus. Wie sieht's aus mit dem Greenscreen? Sieht man da Watte? Nö, man sieht da nichts. Also der Greenscreen ist immer noch perfekt on point bei dir. Wow, ja, bei mir sieht das voll strange aus. Nur du bist jetzt ein bisschen zu gelblich im Gesicht. Ja gut, ich kann den Weißabgleich aber auch etwas niedriger machen. So. Ja, das ist perfekt. Das ist perfekt. Jetzt hast du fast denselben Hautton wie ich. Jetzt ist bei mir alles durchgepackt bei ihm. Ja, das meine ich ja wegen dem Greenscreen. Guckt mal bei Ralf im Stream da rein. Ja, bei mir ist es jetzt on point. Dann lass mich mal kurz noch den Greenscreen einen Ring nachjustieren. Noch 4, 5, 6, 7 weitere Filter reinpacken. Ich glaube, wir hätten den Stream lieber nennen sollen. Wir bauen die Stancecam ein. So, los, ja, der würde echt passen. Also wenn ihr ready seid, dann starte ich die Mission, ne? Ja, let's go. Jens, passt schon so. Drauf geschissen. Jens, das ist wirklich gut schon so. Okay, okay. Also, ja, bei Ralf sieht man halt oben noch dieses... Ich will wenigstens seine helle Lichter wegmachen. Jetzt ist so. Fort. Ja. Ansonsten, Ralf, kann ich dir einfach die Komma-Effekte, den ich habe, sagen, was ich da eingestellt habe. Dann hast du das gleiche. Okay, das sollte ich vielleicht nicht machen. Das sollte ich vielleicht nicht machen. Ach Leute, wisst ihr was Gutes? Richtig, Pepsi. Oh ja, wo ist meine? Ach, die ist ja leer. Ah! Ich bin heute actually nur bei Wasser. Weißt du, was gut ist? Unsichtbares Wasser. Ja, du mit deinem Pfefferminzlikör. Wie das einfach aussieht. Mach mal dein Gesicht. Ja, jetzt sehen wir Gameplay bei seinem Gesicht. Wow, ich hab... Ich würde jetzt wieder beinahe was sagen, aber ich lasse es lieber. Das heißt wieder, oh, er hat den Dance gemacht. Das war Product Placement. Das hat nichts mit Product Placement zu tun. Das ist einfach nur meine persönliche Meinung, dass ich Pepsi einfach geil finde. Ich möchte jetzt darüber keine Werbung machen. Arthur, deine Fäustlinge. Ja, die machen Damage. Was soll ich denn tun? Bruder, nicht damit ich trinke innovatives Gameplay. Diese Lache. Walla! Walla! Also ich glaube, bei dem muss sagen. Ja? Ich glaube, bei dem werden wir jetzt mehr Probleme haben als bei Kurama. Ne, ich bin jetzt auf Angreifer gewechselt, das passt schon. Wobei jetzt... Walla! 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 Ja, immer wieder geil. Au. Ich glaube, es wäre einfach effizienter, wenn ich bei solchen Spielen auf Angreifer bin, anstatt auf Heiler. Heiler könnte ich vielleicht im PvP oder so nehmen. Weil, wenn ich Angreifer bin, man merkt auch schon die Differenz, wie viel Schaden wir jetzt machen im Vergleich zur letzten Runde. Wie er sagt, kein Walla. Ich wollte schon sagen, Alter, ich war fast enttäuscht. Zweimal Walla, Alter. Das erinnert er mich irgendwie voll an Marcia, ich weiß nicht. Ja, weil er auch fett und voller Sand ist. Und weil er auch nur einen Schwanz hat, was? Und auch immer Wallace sagt. Er hat mich einfach weggeblockt. Digga, der sagt nicht Walla, der sagt Walla. Wer sagt Walla? Terry P und Taker Faker. Walla? Oh, wir haben Zeit dazu bekommen. Ja, das sollte man jetzt auch schön nutzen. Ja. Ja, also wir haben jetzt gerade ein Drittel des Dings besiegt. Ich denke, nach jedem Drittel kriegt man Zeit dazu. Ja, stimmt. Vielleicht erst ab einem bestimmten Damage. Ich will nicht seinen Schwanz angreifen. Walla! Centerix, was geht? Walla! Centerix. Centerix, guten Morgen! Ohayo, Sekai, good morning, world! Habt ihr eigentlich schon mal Dings geguckt? Dr. Stone? Nö. Nö. Geiler Anime. Geiler Anime. Macht so Spaß, den Anime zu gucken. Jetzt ist die zweite Season rausgekommen davon. Ich habe mich geopfert, dass ich meinen Ninjutsu noch auf ihn mache. Ich schaue auch gerade Staffel 2 davon. Oh, Jens, dein Greenscreen bei mir schon wieder. Was? Was macht er? Ich sehe nichts. Ah, jetzt hier. Mach schnell kaputt, mach schnell. Oh, okay, gut. Ja, er hat hier noch ein Jed rausgehauen. Oh, ich bin ja fast tot. Heilige Weile. Heilige Weile. Ich bin tot. Oh, ich bin mit ihm in der Sandkugel eingesperrt. Nice. Es ist explodiert gleich. Ja, und ich bin in seiner Sandkugel RIP gegangen. Er versteckt sich schon wieder. Ich gucke ja gerade momentan Dr. Stone und ReZero Staffel 2, weil der zweite Teil davon ist jetzt rausgekommen. Er ist schon wieder explodiert, ne? ReZero will ich auch unbedingt gucken. ReZero ist auch heftig geil. Ich bin schon wieder in seiner Sandkugel stecken geblieben. Okay, Sandkugel ist RIP. Immer schön den Popo angreifen. Das würde nur ein Gaylord sagen. Der Shukaku ist omnipotent, würde ich sagen. Das heißt, es macht keinen Unterschied. Okay. Ralf hat sich geopfert. Er hat sich für seine Mannschaft geopfert. Das Problem ist, der war bewusstlos und seine scheiß Minions haben sich dazwischen immer gestellt. Habe ich die mal angegriffen. Obwohl ich ja, das ist ja aber auch gerade passiert. Schon hart nervig. Oh fuck. Sein Bauch wackelt, wenn er lacht. Ist er wirklich wie bei Bastia? Therapy, ich muss ehrlich sagen, ReZero ist einer der besten Isekais, die es so gibt, muss ich ehrlich sagen. Konosuba ist auch genau geil. Er tippt genau wieder in dem Moment, wo ich meinen Jutsu mache. Team Rem oder Emilia? Ich bin Team Rem, Alter. Rem, Alter. Holy shit. Scheiß auf Emilia, Alter. Ich bin tot. Du wurdest einfach gesandt. Er tippt schon wieder. Wow. Er tippt schon wieder. Du, was ist denn das für ein Kreis? Hier. Oh, lol, ich hab Leben bekommen. Wusstest du nicht, dass man im Kreis Healing bekommt? Ne, Healing und Chakra habe ich bekommen. Ach. Ich bin Team Emilia. Ach so, okay. Aber Rem. Oh, was? Was? Warum bin ich überhaupt? Was? Was ist passiert? Ich hab meine Ulti gezündet. Ich hab meine Ulti auch gerade gemacht. Irgendjemand hat meine Ulti gezündet, Alter. Alter. Ey, ich geh schon wieder RIP, das kann doch nicht sein. Was soll ich sagen? Was ist passiert bei dir, Ralf? Ralf, ja. Ich bin einfach in die Luft geflogen. Kilometer weit, nice. Out of map. Und tschüss. Oh. Leben. Tschüss! Have a great time! Das war nicht gut. Er tippt schon wieder! Und ich bin schon mit! Ich höre aus der Distanz einfach nur Walla. Ich auch. Ja, das packt mal locker, Alter. Ich sag doch, sobald ich auf Angreifer wechsle, dann regeln wir das. Wenn ich diese scheiß Minions nicht ständig angreifen würde. Ich hab gleich meine Ulti. Voila. Ich hab meine Ulti. Nein, keine. Au. Oh nein. Ich mach meine Ulti auf ihn. Mach, komm schon. Und. Nein. Er ist in die Kugel gegangen. Aber er ist bewusstlos. Ich glaube, Ralf jetzt der perfekte Zeitpunkt. Und er ist schon wieder auf mich draufgefallen, Alter. Okay, wir haben wieder Zeit dazu bekommen, alles gut. Ja, easy. Alter, werde ich nicht diese scheiß Minions fokussen, Alter! Verschwindet aus meinem Blickfeld, ihr asoziales Stück Scheiße! Tschüss, Jens, Alter. Au. Jetzt geht er schon wieder in die Kugel, Alter. Ich geb mir gleich die Kugel. Der ist gleich so... Vor was bin ich denn jetzt RIP gegangen? Vor diesen Kack-Minions, Alter. Weil der eine nämlich auch in der Kugel steckt. Season 2 Ram Scream Time RIP ist halt wirklich so. Erst gleich K.O. Ja, nice. Walla. Heute kein Weiler mehr. Oh, da ist auch Geld. Oh. Ich glaube, ich hör's doch einsammeln, Alle nur Rang A. Was ist denn das? So, ich habe endlich Maito Gai als Ninja-Meister freigeschaltet. Holy shit, hat das gedauert. Erst kaufen, oder? Ich glaube nicht, dass ich Maito Gai kaufen muss. Wenn du 1500 brauchst, dann schon. Wie 1500, was denn? XP. Ich habe jetzt... mal F drücken bei ihm. Siehst du die Rewards? Ja, musste ich gleich gucken. Ich musste ihn erstmal als Ninja-Meister freischalten, bevor ich Rewards sehen kann. Nein, musst du nicht. Dann musst du ihn kaufen noch. Du musst ihn kaufen, ja. Nee, ehrlich jetzt. Ja, du hast... ich muss aber Kellerby genauso kaufen. Wow, oh nein. Oh, und ich habe ihn umsonst die ganze Zeit... Well... It is what it is. Ich werde werd jetzt nicht die Zeit investieren, mir jetzt den zu kaufen. Wie, was? Das mach ich mache jetzt jemand anderen. Mach Pain. Shinra Tensei. Easy. Jiraiya. Oder? Das ist eine Neji-Klasse. Nice. Jiraiya wäre echt geil, weil den habe ich auch schon überlegt, aber ich mache mir Shisui. Shisui muss man sich aber auch kaufen und ja, ich wollte eigentlich auch. Ich wollte eigentlich Shisui auch machen, aber ich kann mir, ich will mir halt diesmal kein Geld mehr ausgeben, ne? Es sind 4 Euro. Das ist, als würdest du mal eine Schachtel weniger rauchen, ungefähr eine halbe. Was meinst du, warum ich Kabuto genommen habe? Weil ich Shisui nicht kaufen wollte, obwohl ich Shisui eigentlich machen wollte, wenn ich mit dem Tsunade fertig war. Anstatt Maito Gai mache ich jetzt einfach Rock Lee, meine Fresse, Alter. Rock Lee, ja klar. Ja klar, der... ja. Was kann Rock Lee, hast du geguckt? Nein, mit F? Steigender Konoha, Wind, Konoha, Daisenko, Hashimon, Tonko, Tomon. Und eine Dip-Fähigkeit, Hochgeschwindigkeitsbewegung. Sagt ihr später noch Left 4 Dead? Ich glaube nicht mehr heute. Nee. Seid ihr ready? Tschüss, jetzt. Weil ich wollte jetzt unbedingt wieder auf Nahkampf gehen, ich habe jetzt keinen Bock auf Fernkampf oder so zu gehen. Apropos, ich glaube ich mache Fernkampf. Kannst du mal Hydronier zocken, das spiele ich gerade, ist voll nice. Was ist das denn für ein Game? Hydronier. Hydronier. Ich habe davon schon mal gehört, also mir wurde es auch mal vorgeschlagen. Aber so ganz sicher bin ich mir da auch nicht. Ich glaube, ich mache mich jetzt noch ein bisschen drunk, bevor ich schlafen gehe nach dem Stream. Ja, trink dein unsichtbares Elixier. So. Das ist das Elixier des Lebens. Wenn ihr es haben wollt, besucht meinen Shop unter Tree.tv. Unter Tree.tv. Ja, genau, kommt in die Tree Foundation. Insider wissen, was gemeint ist. Alter, warum habe ich eigentlich das Schwert da ausgerüstet? Gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Oh nein! Ja, es ist die Riesenschlange. Oh. Aber es ist Gott sei Dank Endkampf. Disconnect. Ja, das ist Endkampf. Oh jo. Der geht einfach direkt aufs volle Ganze, Alter. Und ich habe absolut Nahkampf. Ja, ehrlich jetzt. Ich bekämpfe Schlange mit Schlange. Wow, wie authentisch und originell. War doch gut, dass ich auf Fernkampf gewechselt bin, ne? Jo, Alter. Oh Gott, sie hat sich geteilt. Ja, sie hat sich wieder gedoppelt. Ja, Alter, schleuder mich noch weiter weg. Okay, erste Schlange ist K.O. Ja. Ja. Alter, wie lange will denn mein Charakter noch betäubt sein, Alter? Ja, Alter, jetzt kommen die scheiß Minions und betäuben mich auch. Verpiss dich. Ich spiel mehr Anime-Games. Was denn für Anime-Games denn noch? Jump Force. Jump Force ist aber jetzt nicht so ein krasser Anime-Game. Naja, du hast halt eben einen Haufen Anime-Charaktere, die wie ein Besidia-Universum gegeneinander kämpfen können, wenn sie wollen. Das stimmt. Ich bin tot. Und außerdem hast du einen Partner, gegen den du zocken kannst. Ich bin vergiftet, ich bin vergiftet, ich sterbe an Gift, oh nein. Ich bin schon längst tot. Tja. Das Leben ist kein Wunschkonzert. 5 Euro bitte. Aber das ist aber ein Ponyhof, wenn ich bitten darf. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Aber ein Ponyhof. Nein, es ist auch kein Ponyhof. Aber eine Pferdekoppel. Es ist auch nicht. Ich bin almost dead. Zinterix, ich habe schon auf deine Frage geantwortet. Ne, was ist denn High Junior für ein Spiel denn? Au. Aber bei Jump Force sieht alles aus wie Knet. Was soll das denn heißen? Bei Jump Force sieht es aus wie Knet. Kniet. Ja, also ich habe mich auch von einem Kollegen gehört, dass Jump Force eigentlich voll gehatet wird. Tatsächlich. Kann ich nicht nachvollziehen. Ich finde Jump Force mega geil. Ich aber auch nicht. Ich kann es aber auch überhaupt nicht nachvollziehen. Au. Weil ich hab's so gesehen, ein Kollege von mir hat auch Jump Force, ne? Ich habe ihn gefragt, ob er mal Lust hat auf ein Ründchen. Sagt er, nee, Alter, das Spiel wird übelst gehatet und so. Und weil das Spiel gehatet wird, hat er keinen Bock darauf, oder was? Er hat einfach keinen Bock darauf, weil es ihm langweilig ist. Langweilig? Er ist schon im Online-Modus auf höchsten Rang und ja. Er hat die Sache schon komplett durchgespielt. Zwischendurch kann man da schon so ein paar Online-Kämpfe machen. Sag das eben nicht mir. Alter! Was ich mal aber gerne zocken würde, wäre dieses Craftopia da. Ja, tatsächlich. Also, das ist, mir wurde es auch vorgeschlagen. Ich habe auch richtig Bock mal drauf. Ich mach mal eine Schlängelchen. Hi, Juniors, the mining and base building sandbox. Dig for gold and other resources to turn a profit, enhance your mining operation. Build a base of operations for traps and go. Okay. Schlange ist Boden. Oh, nice. Oh, und das sogar mitten in meinem Papiersturm, Alter. Das hat bestimmt Damage gegeben. Ja, komm. Mach deine Ulti. Steh doch. Okay, doch nicht Ulti. Jetzt Ulti. Au. Und K.O. Okay, ist tot. Oh, danke schön. Weil, also Schlange war sich so stressig, tatsächlich. Ja. Na, ich schaue jetzt Lock Horizon Staffel 3 nach gefühlt 6 Jahren. Lock Horizon. Was ist das überhaupt? Oh, cool, S-Klasse. Da geht man einmal auf Reinkampf und kriegt kein S, Alter. Leck mich am Zipfel. So, Digga. Jetzt wird's Zeit für einen neuen Set. Digga, wie schnell kann ich den Rock Lee... Ich kann Rock Lee übelst da aufleveln, Alter. Holy shit. Junge, 120 braucht er nur fürs erste Level? What the frick? Ja. Mach mal ein paar Scrolls auf. Ein guter Anime, okay. Hab gerade VOD von Gronk geguckt. Der spielt das nebenbei und zocke ich das auch. VOD, was ist das denn? Bot. Gehört? Nee, habe ich nicht. Ich habe es nicht verwechselt gerade. Kampfausrüstung wechseln, Angriff, Ninjutsu. Ich kann Blitzversteck machen. Ein Taijutsu, bei dem der Anwender Blitzversteck Chakra in den Armen zusammennimmt und auf ein Ziel losstimmt. Oh, interessant. Irgendwie erinnert mich die Beschreibung ein bisschen an Shidori. Nee, das ist tatsächlich der Angriff von dem Raikage. Als er damals Sasuke angegriffen hat, hat er ja auch dieses... Ja. Das ist die Attacke. Mich. Ah, so, das ist die. Ja, aber ja, die ist fast so ähnlich. Ich muss kurz neue Lobby. Ich hab mir kurz Shisui gekauft. Hast du Shisui gekauft? Ich habe es so weiter kaufe ich mir jedes einzelne DLC in dem Game, ne? Video on Demand. Also Stream-Wiederholung. Okay. Ist VOD. Da ist es ja. Ich schätze mal, wenn ich Maito Gai kaufe, kann ich die inneren Tore als Dingen freischalten. Vielleicht? Klar, was meinst du, was ich mir als Hashimara bekommen habe? Sein mega geiles Holzversteck. Boah, ich weiß nicht, Rock Lee mache ich nicht. Weiß nicht. Maito Gai wäre in Ordnung, aber Rock Lee irgendwie... Hol dir halt Maito Gai schnell, es geht schnell, einfach schnell ticken. Du musst nicht mal das Game neu starten, einfach nur raus und rein. Lol, ich hab komplett, weil ich Shisui gekauft hab, von Sakura jetzt hat. Alles bekommen schon, alle Jutsus. Echt? Als ob ich Heal-Klasse spiele. Bruh. Wir könnten ja auch mal PvP ausprobieren, ganz ehrlich. Ja, wir wollen Missions grinden. Ich will das PvP machen, wenn ich Ionen... Wir wollen ja diesen Stream, wollen wir Rang S erreichen. Oder zumindest Rang S machen. Aber passiert ist bisher immer noch nichts. Naja, wir haben ewig gebraucht, ja. Du kannst mich einladen, übrigens, ne? Ja, warte. Beim Moment. Alter, du kannst Koto Amatsukami als Ulti frei... Okay. Ganz ehrlich, Arthur. Du musst mir mal die Settings für deine Greenscreen-Eigenschaften, dann musst du mir mal schicken. Weil ich sehe gerade, du hast bei den Settings hast du viel weniger Probleme als ich bei meinen Settings. Ey, an den Greenscreen-Settings war ich auch lange da beschäftigt. Aber ohne Witz, gut, das sollte ich zwar nicht machen, ich habe jetzt eine Zigarette angezündet, ist gerade eine Angewohnheit, aber der Zigarettenrauch zum Beispiel, der ist so klar und du siehst ja den Greenscreen nicht hinter dir vorbeihuschen. Sonst, wenn ich mich jetzt auch hier so leicht bewege oder so, wenn ich jetzt zum Stuhl zuvor oder zurückrutsche, bewegt sich der Greenscreen im Hintergrund auch, das sieht man bei dir überhaupt gar nicht. Ich schicke dir einfach später mal die Settings davon. Also ich kann dir nach dem Zug gerne scheiß dunkle Fleck hier im Eck ist weg. So, auf zur letzten B-Mission. Yeah. Die letzte B-Mission wird eins Pains in der Ars. Ninja ist bei uns im Team. Bitte gehen Sie. Ja, bitte nicht gehen. Schau mal sein Level an. Mit Prestige 7, Stufe 72. Also, ich verarscht. Digga, der hat PvP gesuchtet, Alter. Ich guck mir mal sein Spielprofil an. Spielzeit 358 Stunden. Jo. Ninja-Klasse Jonen. Ninja-Weltliga, Stufe S. Weltkonfrontation, Stufe S. Ninja-Weltheldenfestival, Stufe S. Ohne Witz, aber ein bisschen PvP würde auch nicht schaden. Ja, wenn wir die Mission durch haben. Das auf jeden Fall. Mal, dann will ich explizit Heilerklasse spielen. Machst du mich gerade lauter? Ja, ich habe dich leiser gemacht, weil du zu laut bist und Ralf lauter gemacht, weil er zu leise ist. Ach so. Ja, okay, wir sind zu dritt. Perfekt, rein da. Schnell. Abfahrt. Aber schade, dass wir jetzt das letzte Mal gegen Shukaku gekämpft haben. Ja, jetzt haben wir keinen Walla mehr. Na, wir können ja replayen, Walla! Wenn wir Bock auf Walla haben, dann spielen wir Walla. Ja. Wir spielen auf Ehre mit Walla. Guck, ich hab das sogar als Hintergrundbildschirm gerade. Als Ladebildschirm. Walla! Jetzt hab ich sogar den Kampf gegen Shukaku. Ich hab die Schlange. Ja, ich seh's. Und Arthur hatte gerade... Was hast du gehabt? Ja, ich habe diese Kröte dort mit den 4 Online-Spielern da. Ach so. Achso, jetzt du musst bald deine Cam entweder ein bisschen weiter runter machen oder du musst ein bisschen höher gehen. Perfekt, Susanoo. So ungefähr. Ja, das ist perfekt. Ja, wir müssen jetzt das, wir müssen das perfekte Susanoo bekämpfen jetzt. Da werde ich wieder die ganze Zeit runtergeschmissen, ich sehe es kommen. Ja, Dito. Gott sei Dank bin ich gleich auf Fernkämpfer geblieben. Jens, kommst du? Da bin ich schon. Gesundheit. Dankeschön. Und da kommt das perfekte Susanoo. Die hätten es funny machen können, anstatt Sasuke einfach Madara. Die hätten es einfach funny machen können, einfach Madara, Itachi, Sasuke und Kakashi, Susanoo. Und Shisui. Oh, Shisui, der Alter. Stimmt, Shisui hat ja so ein grünes Dingen. Ich glaube, das ist nicht confirmed, weil man hat es ja nie gesehen. Ja, aber so, man hat es so bei Fan-Dingern immer gesehen. Junge, das wäre dann aber eine erste Mission, ohne Witz. That's a lot of damage! Aber Shisui ist eigentlich schon ein krasser Motherfucker gewesen. Ja, klar. Oh ja. Das ist der Genius, das es gibt. Achtung, er charged auf den Boden. Ich bin tot. Au, oh, okay. Ich bin tot! Digga, der Typ macht Schaden wie geht nicht mehr, Alter. Aber dafür teilen wir aber auch ganz schön gut Schaden aus. Ey, Leute, wisst ihr, was witzig ist? Was ich letztens rausgefunden habe? Was denn? Radl, ihr kennt doch Radal, ne? Aha. Es gibt nämlich für GTA San Andreas einfach einen VR-Mode. Was? Ja, du kannst einfach GTA San Andreas mit VR-Brille zocken. Und das sah übelst... So wie es in Breath of the Wild einen VR-Modus gibt. Ja. Aber es sah übelst funny aus, da habe ich mega Bock, Alter. Dankeschön, Syntirex. Ich bin schon wieder tot. Boah, diese Minions gehen auch auf den Sack. Ja. Warum habe ich Fernkämpfer genommen? Bin ich die größte Teil eigentlich nur in der Luft, kann seinen Schwerthieben ausweichen und die Minions machen mir kein Problem. Außer er trifft mich mit seinem Schwert gerade. Au. Oder er schreibt mich einfach weg. Oder er dippt einfach weg. Oh nein, jetzt ist er auch noch da. Oh, der ist jetzt sogar... Der hat sich verdreifacht? Ja, klar. Oh nein. Das schaffen wir doch niemals. Karton! Jutsu! Oh, das war, okay, eins muss dann aus tot. Die Frage ist, welche von denen ist der echte? Ajo, tipp mich doch nicht weg, Alter, nicht schon wieder! Uff. Oh, das ich echt tot sehen. Bei mir ist der echte! Ja, das bei dir ist der echte. Merken's. Alle anderen Susanoos sind ja gerade kaputt. Ja, dipp doch noch weiter weg. Weg! War das knapp! Yo, wir sind alle drei RIP. Alle drei. Da muss ich wohl jetzt alleine in den Kampf. Weißt du was? Ich wechsle schnell auf Heiler. Wie sollen wir das denn schaffen, Alter? Ich bin jetzt kurz auf Heiler, weil er jetzt schon ordentlich Schaden austeilt, dass ich den Schaden gegen dodgen kann. Wenn ich nicht gerade selber! Ja, Alter. Ich schaff mir niemals. Wir haben gar keine zusätzliche Zeit bekommen, fällt mir auf. Warum bekommen wir keine Zeit dazu? Wir haben mir doch schon so viel Damage gemacht. Vielleicht sind wir einfach noch nicht so weit. Alter! Ja, ist in Ordnung. Jo. Digga. Jetzt hat er sich wieder verdreifacht. Nee, das schafft man nicht. Niemals. Jo, mach mich einfach in der Luft weg. Wir haben nicht mal Zusatzzeit bekommen. Was ist das für ein Bullshit? Ja, ne, kannst vergessen. Justin Tag, schön, dass du heute dabei warst. Ne? Viel Spaß beim Zocken noch. I'm dead. Wir haben nicht mal Zusatzzeit bekommen. Was ist das für ein Bullshit? Alter Schwede. Oh Mann. Oh boy, jetzt hab ich Bock jetzt. Okay, das hat jetzt mein Greenscreen bewegt. Beim nächsten Mal bitte etwas vorsichtiger sein, Jens. Dankeschön. Wisst ihr was, wir machen jetzt einfach weiter mit Rang A. Leute, man sieht einfach bei Arthur nicht mal, wie ich den Greenscreen sogar mit meinem Stuhl bewegt habe. Nö, sieht man nicht. Halt echt nicht. Krass. Seid ihr ready? Solche Probleme, ich struggle damit. Seid ihr ready für Rang A? Ja. Probieren wir die nochmal jetzt oder was? Ne, wir machen jetzt doch Rang A. Okay. Das mit den Susanoo, das machen wir später. Ich glaube, dazu müssen wir echt ein bisschen stärker sein. Wahrscheinlich sind wir viel zu schnell in die Rang S bis Rang die Endkampfmission reingepusht. Hm. Zerstörung von Konoha, besiege den Nias aus anderen Dörfern. War das nicht die, wo der Dings da hängen geblieben ist? Nein, nein, das ist eine komplett neue Mission. Okay. Oh, Huge Snake, bin ich da schon wieder gar kein Bock. まずい状況に変わりはない。だが、まだ終わったわけじゃない。Komm schon Kakashi, weniger labern, mehr kämpfen. いいか。これから俺の指示に従って動くんだ。行くぞ。Ja, kommt doch auf Schlange. Das ist ja unsere Snake. Komm her, little bitch. Ja Mann, Kakashi gleich schauen kann rein, Spam, Alter. Hörst du bitte auf die Minions zu fokussen? Jo, Alter, der hat mich so weit weggehauen, dass ich gegen die unsichtbare Mauer geknallt bin. Alter, was geht hier gerade ab? Es sind so viele Minions gerade am Fleck. Ja. Und sie dippt. Sie dippt, sie dippt, sie dippt. Wo ist sie hingedippt? Oha, die hat sich verdoppelt. Also die Schlange finde ich tatsächlich gar nicht mal so schlimm. Die nervt nur. Dass da gerade hier diese explosiven Tonkluppen auftauchen, das finde ich schlimmer. Oh ja. Au. Ja, Alter, ja, wie lange will ich denn noch betäubt sein? Schlange am Boden. Digga, diese Minions gehen auf den Sack. Weil du die dauernd anfokussst, Alter. Du kannst nicht die Schlange richtig anvisieren, das ist das Scheiß. Ja. Jo, die Schlange hat uns da mal jetzt den Dreck gegeben. I'm almost dead, I don't know what the fuck. Yo, Alter, jiete mich noch weiter weg. I'm dead. Wo ist die jetzt hin? Rechts. Ja, einer ist sogar an der Decke. Oh ne, die sind beide da. Oh, okay, bei mir war der Klon. Ja, Mann, Alter, warum visierst du das schon wieder falsch an? Du hattest das doch nicht. Nein, wir sehen doch nicht die Minions an. Gibt schon wieder weg, die Schlange. Die Zeit geht schon wieder aus. Jo, Kakashi, ja, Alter! 1 Minute 30 passt er noch. Meinst du? Ich glaube nicht. Das wird kritisch. Ich meine, wenn ich nicht ständig von der Schlange kassieren würde... Das ist safe, die echte hier. Ja, das ist die echte hier. Und ich nicht ständig immer diese Tentakel da ins Gesicht kriege. Tentakel? Okay. Ja, Alter. Oh, Mann. Ja, lass mich doch mal meinen Jutsu machen, du blöde... Wow. Und dann spawn ich auch noch so weit hinten. Anstatt einfach bei der Schlange zu spawnen, nein, natürlich spawnt man erstmal 100 Meter von der Schlange weg. Alles klar, ich wollte gerade meine Ulti machen, die greift mich an, instant tot. Alles klar. Gute ja, und Spiel. Deine Ulti ist RIP, ne? Ja. Ja, ist bei mir auch mal gewesen. Es ist so unfair. Oh Mann, ich habe jetzt die ganze Zeit mit dem Fake angegriffen. Jetzt tippt ich die... Nein, die echte Schlange ist down. Ist hat jemand eine Ulti am Start? Ja, ich habe eine Ulti. Ich bin tot. Digga, steh doch auf. Nee, pack mal nicht mehr. Jung. Ich bin stunned. 2, 1. Ich war stunned, ich konnte nichts mehr machen, nicht bewegen, gar nichts. Bruder, wir schaffen nicht mal mehr. Oh mein Gott. Wir schaffen nicht mal die fucking Rang A-Mission. Die Schlange ist ja nicht so scheiße, die ist eigentlich nicht so übel. Diese Lehmklappen sind viel schlimmer. Sind sie auch. Ich geh wieder auf meine Verteidigung. Was ist los, Ralf? Bist du mad? Ich bin Jens, schau mich an! Schau mich an! Ich trinke Pfefferminzlikör, was aussieht wie Wasser, weil es nämlich immer im Greenscreen unsichtbar ist! Mm. Ja, ich bin Jens, ich hab ein Alkoholproblem! Was? Junge, okay. Guter Shit. That's some good shit. Damn, that's good shit, man. Dankeschön. Bitteschön. Gern geschehen. Also... Ich bin ready. Du bist ready? I'm ready too. Yeah, man. Yeah, boy! Yeah, boy! Der Alkohol zeigt seine Wirkung. Das ist ja auch das Sinn und Zweck. Ich habe mal kurz meine Klasse geändert. Nordbrand Pfefferminzlik. Digga, wie sollen wir denn überhaupt die Rang S-Mission schaffen? Let's find it out! Wir verkackten ja schon bei Rang A, bei der ersten Mission. Komm, lass einfach mal ausprobieren. Nein, wir machen Rang A. Einfach mal hier Endkampf Team 7. Oh nö, da ist ein Random drin. Nebula, du hast doch eh keine Chance. Du bist sogar noch schwächer als wir. Und starten. Hallo, Gaara. Wieso zockt er immer noch Daisy? Was? Der ist ja wahrscheinlich die ganze Zeit nur am Grinden da. Naja, der kommt zurück, der hat alles. Und Arthur, schmeckt dir eine Pepsi? Oh ja, vor allem die Pepsi Max mit Lemon-Geschmack. Mm. Lemon? Ich dachte Vanille-Geschmack. Nee, das ist Lemon Pepsi ist Max Lemon. Lol. Lemon ist richtig nice. Oh ja. Die einzige Pepsi Max, die ich getrunken habe, war Vanille. Es gibt aber auch, es gibt noch Pepsi Max Cherry, Vanille und Lemon. Gab's nicht auch, also Cherry kann ich mir vorstellen, aber Lemon ist geil. Es gibt ja mal normale Pepsi, Twist heißt das. Das hat normale Pepsi, aber guck mal hier, Jens. Hm? Guck mal bei mir im Stream. Ich seh's. Wow. Es ist kein Product Placement und auch keine Schleichwerbung. Es kann ja genauso gut beim Pfeffi reinhalten. Es ist kein Produktionsplacement, nur ein Alkoholproblem, hat Spaß. Es ist kein Produktionsplacement. Ja, der Alkohol zeigt seine Wirkung jetzt. Halt die Pappen. Es ist kein Produktions... Jetzt einfach schon drunk. Halt die Pappen. Jetzt einfach komplett drunk. Halt die Pappen. Ich hab mich nicht konzentriert, das ist Schnauze! Du brauchst ja nicht mal mehr diese Beleuchtung, Mann, du bist jetzt schon rot. Hör auf! Bin ich nicht witzig! Ey, da will ich einmal nach Wochen wieder mal was trinken, oder? Ja, wahrscheinlich 8 Wochen, oder? Einmal nach Wochen, du Acht! Was für nach Wochen? Du hast letztens erst wieder Pfeffi getrunken. Wann? Vor 2 Wochen? Ja! Nein. Vor 2, 3 Tagen hast du einen richtig fetten Schluck genommen. Richtig heftig. Nein! Überhaupt nicht! Doch. Nein, ich trinke normalerweise in der Spätschicht auch gar nicht. Und der Frühschicht. Ich hab sogar einen Clip davon damit genommen. Also, weil du richtig angesaugt hast, richtig Ex. Das will ich sehen. Den Clip will ich danach sehen. Wenn es Wahrheit ist, dann entschuldige ich mich bei dir. Wir können auch Resul in Zeug statt rufen. Ah ne, nicht. Resul ist... Nein! Alle bloß nicht Resul. Oder was? Das ja. Niklas, glaube ich, war dabei. Ja, Niklas. Könnte man ruhig in den Zeugenstand rufen. Aber es macht auf das Streamspiel viel mehr Spaß. Produktionsplacement! Oh mein Gott! Ja. Mir geht's echt gut jetzt. Ja. Oh, er ist hey, aber solange sich... Ha? Aber solange sich jetzt, wie wo ich bei dir gepennt hab, Ralf. Oh, damn, ja. Wo wir komplett Drunk Apex gespielt haben. Junge, das war nicht mehr feierlich. Bis 6 Uhr morgens oder so, Mann. Ja, Mann. Alter, was ja, stimmt, wir haben kein Apex, wir haben Arma gespielt. Wir haben Arma 3 gespielt. Okay, ich habe das Original bei mir. Man hört auf die Kack-Minions an zu wissen. Oh, sie ist gedippt natürlich. Ich sag, die rechte Schlange ist es. Ich tippe sogar auch auf die rechte. Man sagt ja, wenn man drunk ist, sagt man immer die Wahrheit. Mal gucken, ob das stimmt hier. Also wie der gerade kassiert, ja. Das ist auch die richtige. Au. Wieder geht's. So wie die tippt, das ist wahrscheinlich auch die echte. Oh, wir haben Zeit dazu bekommen. Oh, das finde ich aber echt schmackhaft. Ich sag jetzt, das ist die linke. Ich sag immer noch die rechte. Ja, wobei ja die rechte, glaube ich auch. Weil ich glaube, das ändert sich nämlich nicht. Oder nee, warte mal, die rechte ist glaube ich doch fake gewesen. Beim letzten Mal. Oh, ich bin fast tot. Digga, die Minions gehen halt so hart auf den Sack. Ja, das ist halt echt so. Ja, wir haben schon wieder keine Zeit, das kannst du wieder vergessen. Weil wir nichts dazu kriegen. Aua, Digga, ja. Ich bin schon wieder gestorben. Weil alle auf mich gefokust waren. Schau mal, er dippt jetzt auch noch hier. Diesmal ist es die linke. Dann würde ich doch nur irgendwie Chakra-Flashing kriegen, ne? Dann würde ich meine Ulti wenigstens zünden. Die hätte den Radius, die würde alle treffen. Sowohl die Fake als auch die echte Schlange. Nein, das ist die Fake gewesen. Fuck. Oh, nee, da ist doch der... Oh was, das war doch die echte! Oh was? Ja, ich hab grad den Fake getötet. Sie ist in dem Moment K.O. gegangen, als die andere Schlange down war. Ja. Komm mal, Alter, das war so ein ekelhafter Zufall. Aber ich sehe... Wie willst du das schaffen? Digga, du brauchst richtig heftige Jutsus, Alter, um den... Oder musst du 4 sein. Ja, aber zu viel wird's ja noch schwieriger, weil er dann vervierfacht schwieriger ist dann. Das ist auch wiederum wahr. Wenn du den alleine machst, dann ist halt am einfachsten, sag ich mal so. Aber sie macht den Beyblade. Ja, Alter. Und wir schaffen es immer nur so ganz knapp nicht. Oh. Kann doch nicht sein, Mann. Schon wieder E, Alter. Was habe ich mit dem E? E, Sport. Jetzt in der G. Jetzt ist so drunk irgendwie. Ich bin nur angetrunken, okay? Ich bin nicht drunk. Ich glaube, wenn ich drunk bin, würdest du mich gar nicht mehr wiedererkennen. Digga, du hast auch gar nicht so viel Pfeffi getrunken. Ja, das wundert mich ja auch. Oh nein. Genau, das hat das letzte Mal auch gemacht und er sagt vor 2 Wochen. Nur schlimmer. Selbst als ich meine Flasche Wein getrunken habe, war ich nicht so heftig wie du. Du warst gut angehaucht, aber ja? Ja. Ich gehe mal schnell auf die Toilette. Hey, aber wenn ich angetrunken bin, macht es wenigstens noch mehr Spaß mit mir. Nicht falsch verstehen. Außerdem ist es 3 Uhr morgens, ich darf das. Ohne Witz, aber ich habe mir tatsächlich öfters mal überlegt gehabt, wo ich noch großzügig gestreamt habe, auch mal einfach so einen drunken Stream rauszuhauen. Weil es ist immer wieder witzig, wie sich eine Person anstellt, wenn sie drunk ist, beziehungsweise wie ihr Gameplay verläuft. Und ich habe auch schon viele gesehen, die sowas gemacht haben, sprich Gronk, Markiplier, Jacksepticeye. Na, die machen das nicht mehr so. Ja, weil die erwachsen geworden sind. Die sind, ja gut, wie alt ist ein Markiplier? Über 40 wahrscheinlich. Wie alt bin ich? Ich bin 22, ich darf das. Warte, hast du gesagt, Markiplier ist über 40? Keine Ahnung, so sieht er aus. Nee, Markiplier ist nicht 40. Safe ist er 40. Der ist nicht 40. Ich google mal. Markiplier ist auf jeden Fall nicht... Also, nee, der ist nicht 40. Ich google. Ich google auch gerade. ...1989. Digga, der ist 31. Was? Digga, der ist 31. Yo, Alter, der ist, gut, das ist 2 Jahre älter. Der ist genauso alt wie PewDiePie. Okay, PewDiePie ist 30. Junge, ich habe ja letztens erst wieder sein Video angeguckt, die 3 Scary Games und so. Es sieht halt wirklich aus, als wäre das so über 40. So 42 ungefähr. Aber ich beende meinen Stream hier erstmal. Ja? Jo. Sind schon 2 Stunden jetzt bei mir. Alles klar. Filter, ich hasse dich. So, der Stream heißt ja, schaffen wir die S-Mission, ne? Oh, jetzt wird's interessant. Ja, was? Ralf, du hast bisher deinen Streamtitel nicht erfüllt. Bifu Ushia. Auf Wiedersehen. Ich find's kacke, dass man nicht so Leute rauskicken kann, wenn man keinen Bock auf die hat. Ich find's kacke, dass man keine Private Lobby stellen kann. Ja. So, Boys, es wird Zeit für die allererste S-Mission. Endlich mal. Oder wenn wir schon bei Rang A schon so absacken, dann wird Rang S ja noch schlimmer. Warum schreibst du das für eine Mission? Einfach nur nö. Aber was Jens, ist das für ein schau dir mal Jens an, das sieht so drunk aus. Ich habe halt gerade nur unten auf Arthurs Screen geguckt, okay? Weil ich habe Multi-Twitch an. Brauche ich aber nicht mehr anmachen, du hast deinen Stream leider schon beendet. Aber die Auflösung meiner Kamera ist schon richtig geil eigentlich. Also ich meine, für 780p geht das eigentlich. Train with Naruto. Das ist jetzt Rang ist, ne? Oh, ich sehe schon kommen, Alter. Ich sehe schon kommen, wie wir reinzacken. Oh, ich habe schon wieder diesen Bug. Ein Haufen ekelhafter Schattendoppelgänger, die immer nur dodgen. Halt auf! So, wir haben einfach mal Ninjo zu abgefuckt. Was machen die für Damage? Wir kommen jetzt bei Rang S. Die Mission schaffen wir niemals, Alter. Safe schaffen wir die. Ja. Also noch sieht es ziemlich gut aus. Du hast alle Feinde besiegt. Gehustheit. Wollte ich gerade sagen, aber ja. Oh, wir müssen Sakura ausschalten, die halt wieder nur. Ach, Sakura ist da. Wenn ich sterbe, werde ich auch zum Heiler. Weil Naruto macht schon ganz schön Schaden. Ich brauch Nahkampf. Oh, Heilung. Perfekt. Okay. Also bisher war es nicht so schwer. Oh. Kakashi-Senpai! Das ist bei mir jetzt ein Netzwerkfehler bei Arthurs Stream aufgetaucht. Netzwerkfehler? Aua, ich wollte den Stream refreshen! Digga, Naruto, lass mich doch in Ruhe. Man hat mich in der Ecke gedrängt. Alter, ist das nicht dein Ernst? Feuerball, Jutsu! Also noch kriegen wir gut Zeit. Ja, also noch ist es auch einfach. Ja. Jetzt kommen erstmal die ganzen Verkleidungen von Naruto da. Ja, Rock Lee Outfit, Kakashi Outfit und so weiter. Shikamaru und Shoji Verkleidung. Das ist unfair. Fast unfair. Digga, was geht hier ab? Komm, selbst die Schattendoppelgänger halten so viel aus. Das Verwirrende ist halt gerade, ich habe gerade Shoji mit Shikamaru verwechselt. Was? Frag mich nicht warum. Mensch, Junge, Alter, auf zu dippen! Alter, Naruto. Ah! Junge. Natürlich greift Shikamaru an. Hau ab, Shikamaru, dich will keiner. Und da kommt das Rasenschuriken. Und schon wieder greife ich Shikamaru an, Alter. Ja, wahrscheinlich schmeißt mich hier gleich runter, Alter. Okay. Ja, Mann. Digga. Digga, okay, ich touch Shoji. Digga, chill doch mal! Oh, dein Sandgefängnis ist gerade echt unpraktisch. Junge. Verdopplung! Oh, es hat mich nicht erwischt. I'm dead. Tolle Heiler, Jens! Ich bin ein Angreifer, kein Heiler! Ich dachte, du bist hier Heiler. Hast gesagt, ja, ich dachte, Pfeffer Pick ich Heiler. Junge. Du hast gesagt, wenn du stirbst, machst du Heiler. Ja, das war der letzte Mission. Nein, das war aber gerade eben. Ich kann gern Heiler gehen, wenn du willst. Ja, ich bin. Shikamaru ist gleich dann. Shikamaru ist dann. Alter, ich werde hier rumgereicht wie eine heiße Kartoffel, ey. Nicht nur du. Oh, ich bin fast runtergekickt worden. Autsch. Okay, ich bleib noch einmal Angreifer, aber mein Ulti ist gerade ready. Und damit will ich hier mit Shoji ficken. Ja, Shoji ist gleich down. Er ist gleich down. Gut, dann hebe ich mir die Ulti für unsere nächste Raid auf. Ja, auf jeden Fall. So, Shoji ist dann. Nice. Oh wow, was? Oh, Boruto. In der Boruto, Sarada und Mitsuki Verkleidung. Das ist das erste Mal, dass wir gegen Boruto und so hier kämpfen, ne? Ja. Tatsächlich ja. Wahrscheinlich macht das auch gerade die Rang S-Mission aus. Der Boruto slappt gerade richtig mein Ass. Nicht nur dein. Okay, ich hab Sarada im Visier. Ah, ich bin tot. So, Mitsuki. Sarada ist gleich down. Ja, Sarada ist gleich down. Ich bin auch down. Nevermind. Ich wechsle mal zum Heiler. Ja, ich glaube, das wäre besser. Wie sieht euer Leber aus? Gar nicht gut, okay. Ich heile. Danke. Ist Sarada jetzt endlich weg? Nein. Ah, aber die ist fast tot. Ich greife Mitsushi an in der Zeit. Mitsushi? Mitsushi? Tut mir leid, es tut mir leid, okay. Ist mir scheißegal, was ich gesagt habe. Was ich gesagt habe, war richtig. Digga, ich komm hoch! Ich bin runtergefallen! Hat da jemand Taman gesagt? Udo. So, Sarada ist weg. Digga, ich kassiere gerade so richtig. Alter, Boruto, gib mir nicht auf den Sack, ey. Mitsuki! Alter! Digga. Stirb mir vorher nicht hier ab, ey, ne? Oh mein Gott. Digga. Alter. Würden Naruto scheiß Schattenabgänger mich nicht ständig daran hindern zu heilen, dann würde ich euch besser hochheilen können. So, Mitsuki ist gleich weg. So, Mitsuki ist down. Mitsushi ist down. Mitsushi, Alter. Was ich gesagt habe, ist richtig. Ich hab Hunger auf Sushi, hier auf. Warum bin ich nur gerade Sushi? Ah, heilige Scheiße, das war gerade richtig knapp. Junge, er tippt nur noch. Naruto ist gleich down. Ja. Gott. Kommt ja doch so wenig. Wenn mich scheiß Naruto Schattenabgänger nicht auf den Sack gehen. Ich bin tot, Alter! Was soll das? Oh nein. Oh, no. Jetzt geht's erst richtig los. Aber ist jetzt Kurama so? Ah ne, ist Kurama einfach, Naruto und Kurama verbunden Modus. Das ist, okay. Das ist Kurama im Hurensohn-Modus. Gott sei Dank habe ich die Ulti noch nicht eingesetzt. Dann wechsle ich auf Angriff. Die Ulti. Alles klar, es geht das wieder los. Ja. Nein, sag mich, er macht schon wieder diesen Wix-Laser. Ja, natürlich macht er den. Oh, ich bin tot. Hä? Alter, die Ulti macht so viel Schaden an ihm. Wenn er nicht gedippt wäre, Alter! Gott sei Dank haben wir Kakashi an unserer Seite. Ja, so viel macht er jetzt auch nicht. Naja, beendet etwas, ne? Also das könnten wir noch schaffen sogar. Wenn ich nicht schon wieder von diesem Wichsläser getroffen wurde, Alter! Junge, Alter! Was willst du denn überhaupt? Hör auf mich zu chargen! Ich bin hier nicht das Opfer! Oh, er ist betäubt. Ich hasse dich! Ich hasse dich. Wenigstens kommen keine Drecksminions. Das ist Gott sei Dank gut. Und der tippt schon wieder weg. Junge, wo bist du jetzt schon wieder? Nein, bist du ja! Komm her, du kleines Tuff-Tuff. Vorsicht! Gott sei Dank ist man nicht im Fokus. Ja, ist in Ordnung. Aber er jietet mich schon wieder irgendwo ins letzte Jack. Na, was? Dieses sanfte Aufregen. Kennt ihr diesen Clip von dem Typen? Todesstrahl, oh mein Gott, oh mein Gott! Voll auf mich. Okay, hast du meine Energiebatterien aufgeladen? Er hat mich einfach komplett gefickt. Jo, okay. Kennt ihr eigentlich den Clip? Doch nicht, Alter! Kennt ihr den Clip von diesem Jungen, der sich da so aufregt und dann auf seinen Tisch schlägt und dann sagt so: I hope you have a great day! Was? Ja, der will sich übelst aufregen, aber er möchte ihn nicht beleidigen, ne? Und dann schreit er ihn an und sagt dann so: Ich hoffe, du hast noch einen schönen Tag! Oh Junge, er kassiert gerade so richtig! Kommt schon erst! Ich bin tot! Ran verknallt sich das Lachen, ich hör's im Hintergrund. Digga, du... Hör auf damit! Lass es raus! Was Ralf? Er ist gleich dann. Wie einst mein Vater schon sagte, was keine Miete zahlt, muss raus. Nice, geht doch. Okay, du könntest öfters drunk sein. Digga, du rastest ja noch mehr aus als die Tabolen bei DSDS. Gerade noch so fett am Scheißen und jetzt komplett drunk, Alter. Digga, wir haben eine Rang S-Mission geschafft. Oh, das ist nice. Ich weiß, ich liebe mich tatsächlich auch, wenn ich drunk bin. Einfach, weil ich sowohl witzig als auch emotional bin. Wir haben B. Ich weiß nicht, Arthur war der Einzige, der mich... Okay, der war der Zweite, der mich bisher einziges Mal emotional drunk gesehen hat. Ach, ehrlich? Ja, ja. Das war sogar Silvester, glaube ich. Digga, ich bin wegen der Rang S-Mission, da bin ich jetzt mit meinem Meister, ne? 5, 6 Ränge hochgekommen. Wow, und ich bin mit Caputo gerade mal einen Rang hochgekommen. Ja, aber gut, aber Rock Lee lässt sich wahrscheinlich auch recht einfacher leveln. Ne, ich mach gerade nicht Rock Lee, ich mach gerade Hiruzen Sarutobi, der Dritte. Ah, du machst den Dritten. Ja. Aber ich glaube, ich gehe jetzt Richtung DayZ, glaube ich. Hast du keinen Bock mehr? S-Rang-Mission. Ja, 2 Stunden, Digga. Ich weiß, die Sucht ruft. Die Sucht ruft. Weißt du was? Den letzten Schluck hier. Den letzten Schluck hier mache ich einen Ehrenschluck allein nur für die Zuschauer hier und dafür, dass es doch noch ein toller Stream ist und dass wir die Rang S-Mission geschafft haben. Also, Prost Mahlzeit. Er wird zu kotzen heute Nacht. Oder ich glaube, er wird aufwachen und auf einmal den übelsten Alkschiss haben. Ja, da muss auf die Arbeit, Digga. Du wirst lachen, ich hatte noch nie einen Kater. Ich hatte literally noch nie einen Kater gehabt. Für alles gibt's ein erstes Mal. Ries hat den gleichen Morde benutzt, Alter. Ich hatte nur einmal einen Filmriss gehabt. Und das war, wo ich bei der einen in Rheinland-Pfalz gewesen war. Ach, du weißt, wen ich meine. Ich weiß auch wen. Ja, gut, okay. Gott, meine Facecam ist so riesig. Warum ist meine Facecam so riesig, Alter? What the fuck? Junge, das ist doch nicht gerade das Bild, was ich vor mir habe. Ich muss meine Brille aufsetzen, Alter. Ja, also gib dir den mal. Was? Oh, ich hab mir das Auge gestochen. Hey, was denn? Er ist komplett dicht. Was? Ja, das ist mir schon aufgefallen. Ich hab mir das Auge gestochen. Also könnten wir jetzt mit Naruto heute? Ja, leider. Oh. Alles klar, Leute. Dann würde ich einfach mal sagen, das war's dann von Naruto. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann zum nächsten Part wieder. Bis dann, Leute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Einen schönen Abend noch. Eine gute Nacht, vor allen Dingen für euch. Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal. Haut raus. Tschüss. Haut raus.